Ja, alles, was der Unternehmer über die betriebliche Alterssorgen wissen sollte, sind im Prinzip drei respektive vier Dinge. Zum einen mal sollte er wissen, dass betriebliche Alterssorgung immer eine Zusage, immer eine Verpflichtung des Arbeitgebers ist. Egal, was der Arbeitgeber tut oder macht, Pensionskasse, Pensionszusage, Direktversicherung, Pensionsfonds, Unterstützungskasse, immer gibt der Arbeitgeber der Zusage und immer haftet der Arbeitgeber nach Gesetz, § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz, haftet der Arbeitgeber. Das ist das erste Entscheidende. Das zweite Entscheidende ist, betriebliche Alterssorgen in vielen Fällen wird es durch Versicherung abgedeckt und was er von der Versicherung wissen sollte, ist wieder sehr wenig. Versicherungen, so war es zumindest im November 2012 in der FAZ, zu 89% Rückdeckung in festverzinslichen Rückdeckung in Staatspapieren. Es ist auch in der FAZ gestanden, die Renditen von 3% der erwirtschaften Versicherer vor allem daraus, dass sie geringere Bonitäten und höhere Risiken eingehen. Das ist das Zweite, was er wissen sollte und sich einfach Gedanken darüber machen sollte. Das Dritte ist es, dass eine Versicherung durchaus nicht sicher ist. Wenn Sie § 89 VAG lesen, stehen einfach Möglichkeiten darin, dass eine Versicherung auch die Garantien absenken kann, Rückkäufe verbieten kann, Rückzahlungen verbieten kann und Zahlungen insgesamt teilweise oder ganz ausschließen kann. Was natürlich wieder Auswirkungen hat auf die Haftung des Arbeitgebers. Und das Dritte, was man wissen sollte, oder das Vierte, was man wissen sollte, der Arbeitgeber kann natürlich das Ganze auch selbst gestalten. Wer die Musik schon zahlen muss, sollte auch bestimmen, welches Lied gespielt werden sollte. Das heißt, er kann selbst gestalten mit pauschalodierter Unterstützungskasse, mit beitragsorientierter Direktzusage. Und hier den Mitarbeitern Zusagen machen, die sehr werthaltig sind, die sie vom ersten Euro an verzinsen, teilweise mit einem höheren Satz verzinsen als die Versicherung und bei der er die Rückdeckung frei bestimmt mit Sachwerten, mit Realwerten oder im eigenen Unternehmen und damit für den Mitarbeiter etwas Sinnvolles und Positives tut und natürlich vor allem auch für das Unternehmen.